Aber es ist ja, ich soll ja über das abgelaufene Jahr, ne? Und dann sagen schon wieder viele, ja, der Priol mit dem ganzen Jahr, es wird wieder so lang. Man könnte es auch abkürzen. Ich habe das probiert. Das Jahr in 60 Sekunden, das geht. Superwahljahr, Papst geht noch lebend, neuer Papst kommt richtig lebend, kommt aber nicht nach Deutschland, kann nicht landen, Flughafen Berlin immer noch kaputt, wie Griechenland Europa, gibt es aber erst wieder nach der Wahl, wenn die EZB den Leitzins auf Minus bringt, Sparer enteignet, Rentner beschissen, Boris twittert, Bayern meistert, Bauer sucht Frau, Geheimdienst hört mit, mehr Wettbewerb nur mit Reformen, Klimagipfel will Nachfolgekonferenz zur Absichtserklärung von Kyoto, Hochwasser, Tornado, Taifun, Banken zocken wieder, Spritpreis steigt zur Urlaubszeit, mehr Umwelt, weniger Schutz, wieder ein neues iPhone, Wetten, dass im Quotentief Steinbrück gibt den Pannenbär, Thatcher tot, Bahn zu spät, keine Reichensteuer, Arbeitsplätze, Herbstgutachten, ADAC testet Raststätten, Ausfuhren zu hoch, Klamottenpreise zu tief, Drohnen fliegen nicht, Unruhen auf den Golanhöhen, mehr Bildung und Rente für Mütter vor 1992 ohne Quote im Vorstand, dafür Maut, sonst Straßen noch mehr kaputt, Hunger in Afrika, kein Olympia in München, keine Volksentscheide im Bund, dafür noch mehr CSU in Bayern, Talkshows, Trashen Tagesthemen, DAX im Allzeithoch, keine hat was davon, macht nix, Vettel gewinnt und nach dem Oktoberfest beginnt der Weihnachtsmarkt. Helau und Alaf. Herum, her vorbei. Auf, zack, erledigt.